Die Überraschung des Pariser Autosalons kommt in diesem Jahr von VW. XL Sport heißt das Ding und es ist tatsächlich das einzige Auto, was wir im Vorfeld noch nicht gesehen haben. Allerdings so ganz überraschend kam es dann doch nicht, denn dieser Mann, den Sie jetzt im Bild sehen, der hat sich das vor einem Jahr bei einem Vortrag an der Uni Salzburg gewünscht und tada, hier ist er. Ferdinand Pirch hat gesagt, er möchte den XL1, dieses Sparwunder von VW, gerne sportlich haben und das haben sie jetzt tatsächlich auch umgesetzt. Während beim XL1, bei dem Sparwunder, ein kleiner Zweizylindermotor mit Hybridantrieb drin steckt, um einen Verbrauch von nicht mal einem Liter zu ermöglichen, haben wir hier, wir lesen schon, Motore Ducati, den stärksten Zweizylindermotor der Welt drin. 200 PS leistet dieser 1,2 Liter und der sorgt dafür, dass diese kleine Flunder in 5,9 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Und erst bei 270 Sachen ist Schluss. Das ist viel mehr, als jeder andere Sportwagen dieser Leistungsklasse schafft. Wie Sie sehen, reinsetzen in den XL Sport ist irgendwie noch nicht so richtig, ist aber auch kein Wunder, denn das gute Stück ist ein Einzelstück. Bauen, ob Sie ihn wollen oder nicht, haben Sie bei VW noch nicht richtig gesagt. Ich tippe mal, wenn Ferdinand Pirch sich schon den XL1 gegönnt hat als Speerspitze der Technologie, wird er bei diesem Auto sicherlich auch keine Kompromisse eingehen und sagen, den will ich auch haben. Wenn Sie ihn bauen, ist eins aber auch sicher, der XL1 kostet 111.000 Euro und eins ist klar, billiger wird es garantiert nicht.